Die Elsbeere, eine Frucht, die in unseren Wäldern still und heimlich gedeiht, sorgt dieser Tage für Aufregung. Denn jetzt beginnt die kurze und intensive Erntezeit der seltenen Beere. Ein wahres Rennen gegen die Zeit. Nur wenige Wochen bleibt den Sammlern, um die kleinen rötlich-braunen Früchte zu pflücken, bevor sie ungenießbar werden. In Niederösterreich, ca. 50 Kilometer westlich von Wien, rund um Michelbach, gibt es eine einmalige Elsbeerenlandschaft, das sogenannte Elsbeerreich. In sechster Generation wird ein Teil davon von Jakob Meyer bewirtschaftet. Wir haben uns entschieden, das weiterzuführen, weil es eben so eine Seltenheit ist. So, wo das, also man muss sich das denken, 200, 300 Jahre, was hat der Baum erlebt? Und es ist eigentlich eine große Ehrfurcht vor dem Ganzen. Und die Elsbeere ist einfach ein Produkt, das was den Betrieb geprägt hat. Und einfach aus Respekt vor dem Ganzen habe ich mich entschieden, das weiterzuführen. Die Elsbeere, auf den ersten Blick unscheinbar, überrascht mit einem unverwechselbaren Geschmack von Mandelmarzipan. Im Betrieb der Familie Meyer dreht sich alles um die kleine rotbraune Beere und den Schnaps, der daraus wird. Die Elsbeere hat immer einen relativ hohen Stellwert bei unserem Betrieb gehabt, weil eben der Schnaps so besonders ist und weil man einfach alles mit dem Schnaps machen kann. Von Einreiben, Trinken, er hilft gegen alles. Das hat auch seinen Preis. Satte 500 Euro kostet ein Liter Schnaps. Also der Edelbrand ist sehr hochpreisig, weil eben wirklich jede Beere einzeln einmal vom Baum runtergeholt werden muss, dann geräbelt und dann wird nur entschieden, okay, ist die Beere schön, also formschön oder nicht so schön. Wenn sie nicht so formschön ist, dann kommt sie in Edelbrand, also zur Maische und wird dann destilliert. Und die hat sehr wenig Ausbeute, weil sie eben eine sehr trockene, patzerte Frucht ist, so wie wir sagen. Und deshalb braucht man ca. 25 Kilo für einen Liter Schnaps. Dazu kommt auch noch, dass die Bäume nicht jede Saison Früchte tragen. Also bei unserem Betrieb kann man sagen, dass alle zwei Jahre eine gute Ernte ist. Die Elsbeere ist nicht nur für Feinschmecker ein Schatz, sondern auch ein Symbol für die Rückkehr alter Traditionen. Das soll auch den Kleinsten weitergegeben werden. Der Edelbrand, der Elsbeerschnaps, das ist der, was die Elsbeere, den Baum, da in der Region eigentlich am Leben erhalten hat. Und für mich war es klar, dass, also ich habe immer genascht, ne? Also für mich war das ganz, ist ein Kindheitsgeschmack und ganz normal. Und wir wollten eben auch zeigen, dass man die Elsbeere im Jugendalter schon irgendwie nahebringen soll. Deshalb haben wir jetzt da andere Produkte gemacht, wie Marmelade, einen Sirup, getrocknet, weil es wirklich wunderbar ist, so zum Naschen. Dass man schon im Kindesalter irgendwie den Geschmack der Elsbeere nahebringt und nicht bis 18 warten muss. September und Oktober ist die Elsbeerernte im vollen Gange. In diesen Tagen zieht es Sammler und Obstbauern gleichermaßen zu den und vor allem auf die Bäume.